Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe mich tatsächlich entschieden, dass wir erstmal den Wissenschaftszweig hier zu Ende bringen. Denn wir haben jetzt ja einmal schon so, naja, weiß ich nicht, ein Fünftel haben wir schon. Naja. Und ich habe nämlich ausprobiert, ich habe mir eine Aufgabe geben lassen von denen und die ist eigentlich ganz einfach. Brüten Sie zwei Dinos aus, das sollten wir gerade so noch schaffen. Aber ich kümmere mich erstmal hier um den Nachschub. So. Kümmern wir uns erstmal um den Nachschub an Fossilien. Was haben wir hier nicht? Hier noch Nodosaurus und hier machen wir mal das. Dann gucken wir mal, was wir jetzt so an Sauriern haben, die wir ausbrüten können. T-Rex könnten wir machen. Oder auch nicht. Wie wäre es denn, was haben wir denn noch für Pflanzenfresser? Parasaurolophus. Der ist doch super. Von denen haben wir halt auch noch nirgendwo einen, ne? Ich würde den aber ganz gerne in der... Obwohl, das bringt gleich so viele mehr Punkte. Machen wir das mal. 37, 38. Wir können es ja eigentlich riskieren, weil unser Häuschen da hat ja super duper Plus auf Lebensfähigkeit. Von daher machen wir das mal. Der braucht wahrscheinlich auch richtig viele Artgenossen. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Das war das Falsche. Hier müssen wir drauf. 13 Dinosaurier. Kampfverrufenheit, Modifikation. Okay. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles so für Sachen? Triceratops. Struthiomimus. Zwei Stück. Dann haben wir zwei Edmontosaurier, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier ist der zweite. Huayangosaurus haben wir auch zwei. Und von den Dracorex haben wir auch zwei. Und den Diplodocus haben wir auch zweimal. Das heißt, wir haben von allen, die wir haben, zwei. Aber das kann überhaupt nicht aufgehen, wenn wir 13 Stück haben. Irgendeinen haben wir also dreifach. Den Dracorex haben wir dreimal. Okay. Aber für alle ist das noch machbar hier so. Ja. Geborgenheit. Warum hat der nur 95% bei Geborgenheit? Oh, es sind zu viele. Tatsächlich zu viele Dinos im Gehege für ihn. Das heißt, wir bräuchten eine neue Gemeinschaftsanlage für ihn. Vielleicht können wir den Dracorex ja... Wobei, ich gucke einfach mal, zu welcher Zeit der Dracorex gelebt hat. Und welche anderen Dinos da auch gelebt haben. Dann könnten wir ja so eine Zeitalter entsprechende Anlage bauen für den. Wo ist er denn jetzt hin? Dracorex, hier ist einer. Also. Wie der Draco... Pachycephalosauridae. Wie der Dracorex. Fressen geringe Mengen Nahrung aus Bodenfutterstationen für Pflanzenwasser. Also sie leben in mittelgroßen Gruppen, um sich vor Raubtieren zu schützen und bevorzugt es Vertreter. Sie benötigen größere offene Graslandschaften und ein geringfügig kleineres Waldgebiet. Sie werden von allen gejagt. Okay. So, Epoche Oberkreide. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auf... Nee, können wir gerade nicht. Oberkreide und... Von welchem Kontinent kommt der denn? Von Amerika, Hell Creek, ja. Oberkreide, okay. Dann schauen wir mal. Obwohl wir das jetzt wahrscheinlich nur bei den Lebenden sehen können, ne, wo die herkommen. Der hier kommt ja aus Asien, wenn ich mich recht erinnere. Wobei, wir können ja auch einfach mal schauen. Wo waren das jetzt? Kontrollraum.
Nö, Fossilien auch nicht. Forschung Ingen. Hier. Ach, wenn man das jetzt noch sortieren könnte, es wäre ein Traum, ich sage es euch. Wir machen es ganz anders. Wir gucken einfach bei dem Expeditionszentrum, welche Tierchen da in der Nähe sind. Also, Torosaurus ist dort und wo finden wir den denn noch? Dracorex und Torosaurus, Triceratops, Ankylosaurus. Okay. Corito Edmonto, Ankylo Corito. Okay, dann machen wir eine Anlage mit Draco und Triceratopsen. So. Dann. Machen wir einfach mal. Oder Toro? Haben wir Torosaurus schon? So. Auf jeden Fall können wir die beiden jetzt hier freilassen. Yay! Wenn es jetzt noch hell wäre, wäre es doppelt so cool. Das ist eher meine Kragenweite. Ein Parasaurolophus. Seine Schädelform stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel. Evolutionäre Sackgasse. Aber offenbar hocheffektiv. Um solche Dinge sollte es in der Jurassic-Forschung eigentlich gehen. Wo ist er denn jetzt hingelaufen, der Kleine? Sie haben hier. Also ihre Dinosaurier-Zahlziele erreicht. Gut für Sie und gut für die Wissenschaftsabteilung. Also 4 Stück brauchen wir davon. Gut für Sie. Ich bin nicht sicher, ob Sie auf meinen Job abzielen. Aber mit den Zahlen würden sie ihn wohl verdienen. Ja. Kein Problem. Hallo. Na, Auftrag bitte. Die Gelegenheit ist da. Okay, Torosaurus. Wollten wir eh bauen. So, die Frage ist jetzt... Ich glaube... Hier ein Gehege zu bauen, ist eher suboptimal. Das könnten wir hier hinten schön hinbauen. Und hier bauen wir eine Eisenbahn hin. Moment, ich guck mal. Inwiefern wir hier... wo gibt's denn das? Ne, bei Besucher war das, ne? Gäste, Gehege... Gäste. So. Okay, wir müssen es natürlich in den Strom bauen. Verbaut. Ja, ist jetzt natürlich Kacke. Terrarbeschränkung. Scheiße. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich doch das hier vorne so hinbauen irgendwie. Ein bisschen. Die Frage ist jetzt nur, warum das hier nicht so klappen will. Das hier annehmen. So. Gott, das sieht ja schrecklich aus.
So ist gut. Oder? Ja, ich denke schon. An das Inselpersonal. Eine neue Einschienenbahnstation wurde eröffnet. Und die ersten Gäste kommen. Yay. So. Dann. Hier könnten wir ja eigentlich auch so einen Rundkurs drüber machen. Sähe bestimmt nicht schlecht aus. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich machen wollte. Es gibt einfach so viele Sachen, die man hier machen kann. Verkaufen. Tyrannosaurus. Okay. Triceratops. Fahren weg. Tyranno. Ausbrüten. Ne, nicht ausbrüten, aber extrahieren. Okay, wir haben einen Toten. Wer ist denn tot? Struthiomimus. Schade. Produkt muss eingesammelt werden. So, wir suchen jetzt den Superstar. Ne, den Torosaurus. Toroceratops. Wie heißt der? Torosaurus, okay. Aber wir sind hier schon im richtigen Gebiet zumindest. So. Das Gehege für die Dracorex, Triceratops und Torosaurus. Das soll hier hinten hin. Übrigens geht man mittlerweile davon aus, oder einige Wissenschaftler zumindest gehen davon aus, dass Triceratops und ich glaube wirklich, dass es Torosaurus war. Ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich sag's trotzdem mal. Man geht davon aus, dass das eigentlich ein und dasselbe sind. Ein und dasselbe Tier. Nur eben ist der Triceratops wohl das Jungtier, sage ich mal. Aber da man den Torosaurus später entdeckt hat, ist der Torosaurus sozusagen dann eigentlich das, oder die ältere Form, das Alttier des Triceratops, wie man es auch immer nennen will. So. Wie macht man das jetzt hier am besten? Ist halt alles auch sehr eng. Beobachtungsgalerie. Okay, das ist ja wirklich riesig hier hinten. Das heißt, wir könnten hier eine Galerie hinbauen. Dann hier noch ein Turm. Aber es ist so viel Wald einfach. Können wir. Ach, wir können es auch größer machen. Ich bin auch richtig dumm einfach. Weg mit dem Scheißwald. Ich brauche Platz. Platz zum Arbeiten. So. Welche Fossilien haben wir denn gefunden? Das ist das Forschungszentrum, das will ich nicht. Das hier will ich. Fossilienzentrum. Also. Torosaurus. Tyrannosaurus. Fahnenfossil. Tyrannosaurus Bernstein. Kaufen und... verkaufen. Expeditionen. Und los. Und zwar hierhin und dahin. So, das Hotel. Ist das eigentlich irgendwie ausgebucht? Kann man das irgendwo sehen? Schädigt? Nein. Park überfüllt 2%. Okay, Torosaurus ist lebensfähig, das ist super. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt erstmal einen Weg ziehen? Wollen wir überhaupt einen Weg ziehen?
Warum geht das jetzt nicht? Ach, der ist jetzt hier zu nah, oder was? Bullshit. Ach, jetzt haben wir hier wieder zu nah gebaut, scheiße. Ach, jetzt kriegen wir... Jetzt geht hier keine Kurve mehr hin. Komm schon. So. 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 Türmchen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wir könnten hier noch ein Türmchen hinsetzen. Und den zweiten Turm machen wir hier hin. Oder ich warte erstmal, bis wir überhaupt sehen. Wie die. Na! Ich habe heute aber auch einen Sprachunfall hier. Nee. Wie die Einflussbereiche sind, die Sichtbereiche. So. Zäunchen. Es wird ein Traum. Weg nicht verbunden. Okay. Ja, ist nicht so schlimm. So. Dann wollen wir das hier runter noch haben. Okay. Einen Weg brauchen wir noch. Sehen Sie das nicht als Arbeit, sondern als zusätzlichen Verdienst? Nee. Danke, aber das erinnert mich dran, dass wir hier einen Auftrag anfordern müssen. Drei Worte. Auftrag, Sie. Okay. Ja. So. Wir haben gerade einmal begonnen, die genetischen Möglichkeiten unseres Planeten auszuschöpfen. Heute erwecken wir prähistorische Tiere wieder zum Leben. Was kommt als nächstes? Wie weit guckt denn der? Guckt überhaupt nicht. Das ist doof. Ach, man muss jetzt alles mit Strom verbinden. Meine Güte. Ja. Kann ich nachvollziehen, PC. Habe auch keine Lust mehr. So. Ja, können wir ja noch irgendwas hinpflanzen. Wieso ist denn das Umspannwerk da jetzt nicht richtig? Oder haben wir einen Strom zu wenig? Bedeutet das das? Oder bedeutet das...
Ach, unser Kraftwerk. Ungenutzter Strom, null. Kleines Kraftwerk. Wie wäre es denn, wenn wir hier ein großes hinknallen? Oder zumindest ein mittleres. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Ach, halt die Klappe. Wir vermeiden. Also, wie wär's, wenn Sie einfach Ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Niemand interessiert das. Wieso kann ich jetzt hier keine Verbindung ziehen? Hallo? Wo wird die denn angebracht? Dort. So. Jetzt noch das schöne Wegchen. Zack. Bisschen glätten. Bringt nichts. Okay. Ach. Ach, die. Ich habe gar die Meldung hier überlesen, dass sie wieder zurück sind. Shit. Ist aber toll, dass wir die ganze Zeit irgendwie nur Trakorex jetzt bekommen, wo wir es nicht mehr brauchen. Theoretisch hätten wir ja hier auch einfach die Bahn langführen können, ne? Wenn die Leute mit der Bahn drüber fahren, dann sehen die ja trotzdem die Dinos. Shit. So, wenn wir das so machen. Und dann machen wir den anderen Turm. Wo waren der jetzt hier? Und hier, dann machen wir den Turm einfach irgendwie so hier. Zack. Und jetzt Gehege. Gehege, Gehege, Gehege. Zaun. Ist denn hier unsere letzte Zaunstelle? Wenn ich sehen könnte, wäre das ja von immensem Vorteil. So, ist jetzt aber verbunden, oder? Sieht irgendwie doof aus. Nö, nee, ist ja glatt. Okay. Das ist okay. Hallo? Wieso sind das verbaut? Komisch. Was wird denn das hier? So. Gehen Sie zu den Fossilien. Yay. 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 So, wir haben immer noch zwei. Achso, das ist, weil hier kein Umspannwerk ist. Okay. Okay, das lässt sich alles beheben. Das lässt sich alles beheben. So. Das neue Genom kriegen wir dann hoffentlich beim Torosaurus.
Hier brauchen wir noch etwas Weg. So. Ist der jetzt verbunden? Ich hoffe es. Soundeffekt. Moment. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Wieso ist denn jetzt der Soundeffekt? Oh nein! Ach du Scheiße! Stopp! Zurück! Jetzt mache ich mal einen Trick, den ich gelernt habe im Internet. Und. Okay. Der ist dann zwar raus, aber wenn er durch ist. So. Also. ACU, wo seid ihr denn bitte? Kann ich mit T aufrufen? Aufgabe hinzufügen. Einverstanden. Anfrage bestätigt. Shit. Shit, 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 shit. Weil ich da zu wenig habe, ne? Ich habe die anderen beiden nicht freigelassen. Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Passiert schon mal. So, und jetzt wollen die in Torosaurus mit Immunreaktion irgendwas. Kann er den nicht jetzt endlich einfangen? Was ist denn das hier? What the fuck? So. Dann. Bringt ihr den mal bitte wieder ins Gehege? Anfrage zur Produktabholung erhalten. Das Gehege hier hinten ist ja eigentlich auch soweit fertig, ne? Das heißt, wir können dann schon mal unsere Dracorexe hier herbringen. T. So, das ist kein Dracorex. Das hier ist ein Dracorex. Das ist ein Dracorex. Und. Produkt unterwegs. Ist das einer? Ja. Ist auch einer. So. Aber. Den Para bringen wir hier noch rüber. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Zurück. Dann brauchen wir noch ein Frisschenstelle hier. Und natürlich Wasser. Das dürfen wir nicht vergessen. Das war dumm. So, dann kümmern wir uns mal noch schnell um den Weg. Prima. Dann. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung. Aber wir brauchen einen neuen Auftrag. Gerade habe ich das Gefühl, sehr langweilig zum Zuschauen das Spiel. Ich möchte den Auftrag annehmen. Was nein! 60% Sturmabwehrstation, so ein Schwachsinn. Hier ist nicht mal ein Sturm. Umspannwerk.
kommen wir da mit dem Kleinen hin? Produktzustellung bestätigt. Passt sogar. So. Okay. Dann. T. Transportteam. Der kommt hier rein. Der kommt auch hier rein. Und T. Dann brauchen wir jetzt den Aufgabe hinzufügen, den Triceratops. Und wir brauchen den Draco. Greift der hier irgendwas an? Nö. Gut. Hier könnten wir noch eine Bahnstation hinbauen. Gute Idee. Wo waren das? Gäste. Transport im Gange. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen... Ich setze es mal so schräg, weil sonst können wir höchstwahrscheinlich dann keine Schienen bauen. Ich sehe es eh schon kommen, dass wir keine Schienen bauen können. Nur so machen. Ist halt blöd, weil das dann dort... Das sieht dumm aus. Sieht richtig dumm aus. Kann man das nochmal löschen hier bitte? So. Welche Futterstationen müssen dann aufgefüllt werden? Wo sind denn die Ranger? Zack. Produkt wurde zugestellt. Produkt zugestellt. Anfrage bestätigt. Weg nicht verbunden. Ach so. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Aufgabe hinzufügen. Wer bist du hier? Struzio. Edmonto. Ist hier nicht noch irgendwo ein Triceratops? Oder war der Triceratops einzeln? Ich glaube es doch gar nicht. Monto, Para, okay, dann offenbar, doch. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Produkt muss eingesammelt werden. Dann gucken wir mal am besten auf die, auf die Karte. Wo ist denn hier noch ein Trizierer? Hier ist noch ein Tricera. Shit. So. Was fehlt denn jetzt hier? Wieso drei Gebäude? Das ist wahrscheinlich auch niemand. Schienen bearbeiten. Okay, so kann man es fortführen, das ist gut. Produkttransport wird durchgeführt. Ich will es halt so bauen, dass wir nicht direkt die Pfosten vor den Beobachtungsdingern haben. Schwebt das hier? Okay. So.
So, das bauen wir dann hier rum und die Strecke geht dann hier irgendwie so lang. Mal schauen. Ist bisher zwar noch nicht die innovativste Strecke, aber für den Transport reicht es erstmal. So. Wurde transportiert. Dann T. So. Bestätige Produktzustellung. Wenn das jetzt noch irgendwie toll ist. Für den stimmt soweit alles. Für den hier, Tricera. Ja, 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 alles gut. Werde ich rausgeworfen, okay. Forschung will ich nicht. Ich will nochmal beim Tricera gucken. Wahrscheinlich kommt der nicht aus der Oberkreide, oder? Oh doch, Oberkreide, okay. Und der Draco war es auch, ja. So. Alter. Motorradfahrer draußen fahren, Amok. Aus einigen kleinen, manchmal zufälligen und chaotischen Schritten. Und Sie haben gerade einen Schritt gemacht. Oh, was passiert jetzt? Insel freigeschaltet, Isla Nublar. Yay! Sandbox, bauen Sie die ultimative Anlage ohne ausreichendes Budget. Ja, das finde ich eigentlich relativ blöde. Ein Land der Wunder und des Lebens. Unmöglichen, ursprünglichen, triebhaften, räuberischen, vorgeschichtlichen Lebens und Sterbens. Das Vermächtnis von Isla Nublar, nicht Hammonds Traum eines Jurassic Parks, sondern etwas viel Passenderes. Okay, also wir haben halt unendlich viel Geld, müssen keine Aufgaben machen und können dann aber nur die Dinos bauen, die wir schon erschaffen haben, erforscht haben. Das ist halt, ich würde halt gerne einfach nur ein freies Spiel machen, aber das Spiel ist ja mehr oder weniger ein freies Spiel. Du machst halt die Aufgaben, aber wenn du die nicht machst, dann ist halt jetzt auch nicht so schlimm. Außer natürlich, dass du immer neue Dinos freischaltest, erst wenn du auf einer anderen Insel bist. Also von daher ist es nicht wirklich ein freies Spiel, es ist halt eher so ein blöder Mischmasch, muss man schon sagen. So, was wollte die jetzt hier? Immunreaktion. Also, schauen wir mal. Das können wir wahrscheinlich noch nicht machen, ne? Intuitives Lernen? Nö. Wir brauchen 66%. Super. Also, los. Nochmal zum Torosaurus hier. Scheiße, ey. Das ist ein ganz großer Scheiß hier. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche. Okay, das ist nicht schwierig. Wie weit sind wir denn jetzt hier überhaupt schon im Fortschritt? Boah, na, wir haben nicht mal die Hälfte. Das ist ein ganz schönes Stück Arbeit noch. Fährt denn jetzt hier eigentlich schon eine Eisenbahn? Wir könnten theoretisch hier ein Hotel hinstellen. Es müsste eigentlich genug Platz sein oder zumindest irgendwie was anderes. Oh, hier, das passt ja tatsächlich. Wahnsinn. Man hat zwar genau die Schiene vor den Fenstern, aber gut. Achso, jetzt sind wir hier wieder nicht im Strom drin, ne? Shit. Kein Strom! Mama!
Gut, Upgrades. So. Dann warten wir noch, bis das Hotel fertig ist, würde ich sagen. Oder vielleicht bis unsere Expeditionsteams zurück sind. Dann machen wir auch mal Schluss für heute. Die Folge hat eh schon Überlänge für meine Verhältnisse. Und reicht dann auch wieder heute für Jurassic World. Aber ich bin ja zufrieden, dass das hier erstmal geklappt hat mit unserem zweiten Pflanzenfressergehege. In der nächsten Folge, wenn ich dran denke, können wir ja dann auch endlich mal ein Fleischfressergehege wieder bauen. Ich glaube, ich baue eh viel zu groß irgendwie. Das geht nicht unbemerkt. Gut, hier könnten wir noch eins hinbauen irgendwie. Und hier dann 1, 2, 3, naja, 4 Stück sollten wir vielleicht noch schaffen. Hier vielleicht noch ein klitzekleines, wenn wir hier den Weg wegnehmen irgendwie. Naja, 4,5 so ein bisschen, ne? So. Dann gucken wir mal, was die Forscher hier... Nee, das will ich ja gar nicht. Ich drücke immer auf die falschen... Weil alles mit F anfängt hier. So, Dracorex, okay, langweilig. T-Rex, okay. 120.000. Triceratops, ne? T-Rex. Ja, es war gerade eher eine Nullrunde, ne? So. Wir brauchen ja den Toro auf 64, 66, ich weiß gar nicht mehr. So. Gut. Dann beenden wir das für heute. Für mich und für euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.